Hallo und herzlich willkommen bei neuen Aufnahmen von HWSQ. Seid ihr auch schon diese alten, stinkenden 2017er Aufnahmen leid? Boah, die sind so arschig. Jetzt kommen die richtig geilen 2018er Aufnahmen und es fängt an mit einem Browser. Ja. Geil, so muss das sein. Von allen Kostüm gescheut, Mann. Ja. Qualitätsoffensive 2018 geht weiter. Statt irgendwelchen geilen 3D-Games haben wir jetzt einen Browser offen. Von zig Menschen gewünscht. Das kam immer wieder, stand es auf Twitter oder in den Kommentaren. Und jetzt spielen wir es endlich. Und was ich bin ganz ehrlich, ich hatte Cards Against Humanity und wir hatten alle vier vorher keine Ahnung, wie man das überhaupt spielt. Jeder von uns hat es schon mal irgendwo gesehen oder es war dann auf der Seite und sich gedacht, ja, fuck it, guck ich später. Mach's dir wieder zu im Browser, weißt du? Ja, ist echt so. Was ist das? So, jetzt haben wir es wirklich mal gemacht. Wir spielen über Atala, ist ein Anbieter. Also wir wollten zuerst mit dem Tabletop-Simulator spielen. Da soll es wohl nicht so gut sein. Dann gab es noch einen anderen Anbieter, der war nicht kapiert. Und jetzt mit Atala. Atala. Kannst du bitte nicht sagen. So, was ist dumm für... Ist Atala nicht so eine Terroristengruppe aus Syrien? Ja, klar, die unterstützen wir damit ja auch. Ne? Wir haben extra donated, damit, ne? Also die nächste Miete ist von uns. Die haben ja auch die Decks verkauft, damit die sich Waffen kaufen können da drüben. Ja. Wir geben übrigens an dieser Stelle eine sehr starke Triggerwarnung raus. Bevor wir spielen. Also vielleicht soll ich nochmal sagen, das Spiel heißt Cards Against Humanity. Karten gegen die Menschlichkeit. Das heißt, diese Karten, vielleicht kennt ihr das ja auch von anderen Kanälen schon, die es gespielt haben, diese Karten sollen oder sind teilweise sehr, sehr, sehr bösartig und sehr, sehr, sehr im schwarzen Humor angesiedelt. Bitte, falls ihr euch jetzt am Anus fingert und feststellt, ihr habt dort einen länglichen Gegenstand quersitzen, entweder rausziehen oder lieber was anderes gucken. Das könnte wirklich böse werden. Es ist ein liebevolles Fingern. Und es bereitet einen schon mal so ein bisschen drauf vor, was heute kommt. So. Okay. Und wie man sieht, Tobi führt gerade, wir haben schon eine Proberunde gespielt, weil der hatte einfach so Karten, ey. Und du sitzt hier selber und wir saßen hier selber und haben uns gedacht, Alter, das kann man nicht aufnehmen. Aber jetzt gerade führt doch gar keiner, wir haben doch alle 0 Punkte, oder nicht? Ja, bei mir. Aber die vorherigen Runden sehe ich 5. Genau. 4. Und Tobi ja, die hat vorherigen mir, Runden, ja. Ja. Tobi hat bei mir Last Games Winner, hat er bei mir gerade den Pokal. Ja. Geil. Genau. Das hat er bei mir auch, stimmt, hast recht. Ja, da hab ich let's go, Mann. Der geile Tobi. Ja, let's go, Leute. Ich freu mich schon. Okay. Ja, Tobi, auch, ey. Geiles Auto hier. Hol ich mal meinen Finger aus dem Arsch da gerade. Ja, geil. Und hast du was gefunden? Hast du was gefunden? Blattgold oder so? Nutella. Keine Ahnung, wie das da hinkommt. Das alte oder das neue? So ein kleines Rocher. Von der Konsistenz her würde ich sagen, das alte Paar. Oh, geil. Also ein bisschen fester. Auf E-Mail so, noch ja. Ich drücke auf Start. So, wir erklären das vielleicht mal ganz kurz. Ja. Ne? Wir spielen auch ohne Timer. So, ich sehe gerade nicht, was die anderen haben. Ich bin jetzt der sogenannte Zar. Das heißt, ich lege diese schwarze Karte. Ist das beste Mittel, um Steuergelder zu hinterziehen. Und die anderen Mitspieler, die werten Damen und Herren, haben jetzt jeweils 10 Karten, aus denen sie eine Antwort, die bestmögliche Antwort auswählen können. Und ich will wissen, was die alles haben an Karten. Kommando. Oh, manche Sport, es ist echt böse hier. Alter. Es ist wirklich böse. Es ist sehr, sehr böse. Okay, machen wir das hier. Okay. Ey, ich kann bei einer Karte gar nicht runterscrollen. What the fuck? Hä? Was ist das für eine Antwort? Ja. Ja. Es geht nur das, also. Okay. Ich habe Angst, aber Tobi klingt noch nicht sehr glücklich. Und wir wissen selber noch nicht genau, was dabei rauskommen wird. Und was ist. Ich glaube, es wird furchtbar. Es ist unser allererstes Mal. Sollten wir irgendwas falsch machen, solltet ihr irgendwelche Tipps haben oder so, gerne schreiben, aber seid lieb zu uns. Genau. Wir machen es gerade zum ersten Mal. So, und wir haben uns entschieden, normalerweise werden die alle auf einmal aufgedeckt, aber wir dachten, für die Aufnahme machen wir es ein bisschen spannender. Ist besser. Genau. So, ich klicke Nummer 1. Russische Kellerpornos sind das beste Mittel, um Steuergelder zu hinterziehen. Alles klar. Ich weiß noch nicht genau, wie das Konstrukt funktioniert, aber... Jetzt, ich weiß ja gar nicht, von wem welche Karte ist. Okay, was haben wir da? Meine Vagina! Ja, das kann nur von Tobi sein, also ganz klar. Eindeutig. Ja, sorry, Entschuldigung, ey. Der Einzige hier eine Runde mit einer Vagina. Ich habe letztens noch ein Foto gesehen, ey. Echt? Von Tobis Vagina. Ja. Schick dir auch mal so Facebook, unsere Folge so betiteln, jetzt ist kein Clickbait mehr. Ja, Tobis Vagina, ich habe Tobis Vagina gesehen. In Klammern russische Kellerpornos. Er fängt wieder mit seinen Klammern an, ey. So, was? Ein Mund voll mit etwas, von dem ich hoffe, dass es Käse ist. Was? Boah, Alter. So.
Okay, ich weiß, es ist so widerlich. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ich muss mal fragen. Wir haben ja die Frage, bla bla bla, ist das beste Mittel, um Steuergelder zu hinterziehen. Entscheide ich mich jetzt für die Karte oder für die lustigste Karte? Also für die lustigste Antwort oder für die passendste Karte? Du solltest dich für das entscheiden, was du als Bestes, so was du als Bestes empfindest. Weil ich finde das mit dem Käse halt am geilsten, aber russische Kellerporn ist es. Hallo? Frage ich mich gerade. Na gut, die Vagina würde aber auch gehen, wenn du die Beine breit machst für den Steuerputzi. Ja, da kennt sich der Tobi mit aus. Das Finanzamt fickt dich so oder so, Tobi. Das wissen wir doch alle. So. Aber es geht darum, wer zuerst fickt. Ja, ja. Was? Nee, du bist immer der gefickte Curry. Du bist immer der. Ne, deswegen. Es ist egal. Oh du ja. Du bist einfach. So. Ich muss die russischen Kellerpornos wählen, obwohl ich das mit dem Käse auch sehr gut finde. Und natürlich, Vaginas sind auch toll. Ja, auch. Aber ganz ehrlich, bei russischen Kellerpornos hat man auch mehr Vaginas. Weißt du, oder? Das stimmt. Ja. Und pelzigere. Okay, wow! Ey, Tobi! Klar. Der Tobi liegt davor, alles klar, Tobi hat wieder seine Karten, alles klar. Das ist klar. Dein Spiel, das ist dein Spiel. Das ist Allianz, Alter. Das wurde unfair, der Erik nimmt die ganze Zeit den Tobi. Hä? Ja, ja, na klar. Ja, dann habe ich. Entschuldigung. Tobi muss vorlesen. Ich denke die ganze Zeit, wir haben ein Zeitlimit. Tut mir leid. Nein, nee, gestern habe ich eine Dokumentation über gesehen. Okay. Ich bin sehr gespannt. Oh, Alter, es passt eigentlich alles. Aber das ist schwer. Dann hat man Druck, sich zu entscheiden. Boah, darüber würde ich wirklich gerne so eine Dokumentation sehen. Das ist einfach. Oh. Russische Kellerpornos oder was? Ja, ähnlich. ja, schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt darüber redet, darf man jetzt sagen, was man für Karten hat? Also kann ich sagen, nein, ja, darüber würde ich jetzt. Nee, dann spoilert nee, das ja schon die nächste Antwort, ja, das, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Okay, ich guck mir mal einfach, das hier wäre auch eine. Komm, dann machen wir mal. Komm, was soll's. Also. Achso, und wir haben drei Joker-Karten hier unten, drei Blanks, da können wir selber Antworten eintragen. Geil. Wir müssen noch mal gucken, ob das zu viel oder zu wenig sind. Ne? Also spielt sich alles ein, ist gerade heute die erste Runde. Ich glaube aber, es ist bestimmt nicht die letzte. Wobei ich die Karten bis jetzt ganz gut finde, die da immer liegen. Also es passt eigentlich schon ganz gut. Also letzte meine Runde war bei mir scheiße. Ja, letzte Runde war bei mir echt scheiße. Also in der Testrunde war bei mir echt scheiße. Das so, okay. Eigentlich eine lustige Dokumentation irgendwie. Bin ich mal sehr gespannt. Also gestern habe ich eine Dokumentation gesehen über... Mhm. Heteros. Ja. Wow. Also ganz ehrlich, das muss man heute auch mal erklären, was das ist. Weißt du, direkt von wem es ist. So, damit die Kinder das mal lernen. Weißt ja. Schaden kann es ja nicht. So. Okay, ja. Okay. Also okay. Gestern habe ich eine Dokumentation über... Eine Million... Was? Hä? Gesehen? Warum? Okay. Selfmade Millionär, Donald Trump. Okay, und das letzte, gestern habe ich eine Dokumentation über Michelle Obamas Arme gesehen. Hä? Was? Was? Warum? Wie lange ging die denn bitte? So eine, über so eine Aderkarte, weißt du, über so eine Landschaft, so aus Adern. Ja. Tobi, dann hau mal raus, ne? Ja, dann würde ich sagen, ja, am besten, ich muss die Heteros nehmen. Das passt am besten. Ja, geil, Tobi. Ja, geil, Tobi. Komm, Hetero. Hey, super. Erik. Hey. Aber super Deal am Laufen, Tobi. War so sehr klar. Geil. Nice. Das ist immer klar. Nice. Ja, easy, man. Macht gar keinen Spaß. Komisch, wenn man nicht. Scheiß Spiel. Oh, oh. So. Oh, oh, oh. Curry, du bist dran. Was hat das Internet heute zu bieten? Oh Gott. Alles klar. Ich hab die Antwort einfach. Ich hab die perfekte Antwort. Oh Gott. Ich hab auch eine, aber die ist zu nett. Alter, was so? Oh Gott. Oh, das ist böse. Nein, das kann ich nicht nehmen. Ich hab auch böse. Ich muss die beste Antwort nehmen, aber das, Alter, es ist einfach alles wahr. Es ist alles wahr. Man kann eine Karte wegwerfen, weil ich hab hier oben noch so. Also, oh, wir haben ja immer so ein X. Was? Na egal. Wie kann man eine wegwerfen? Wie warte. Du kannst auch die ganze Hand wegschmeißen, scheinbar, ne? Und links steht das. Selbstverstümmelung, was ist los? Dump entire hand steht da. Ah ja, stimmt. Aber kann man das jetzt next round? Kann man das öfter machen? Oder? Das glaube ich nicht. Ich denke einmal, schätze ich. Keine Ahnung. Okay, was hat das Internet heute zu bieten? Hm. Tindern.
Ja. Das ist ja richtig. Das ist solide. Das stimmt, ja, ist die Wahrheit. Oh, muss man sagen, ja. Was hat das Internet heute zu bieten? auch, ja. Passt eigentlich relativ gut zusammen eigentlich. Ne? Und auch zu dieser Folge heute. Ja. Und generell HWSQ fasst das gut zusammen. Ja, gut. Ja. Oder... Alter, was? Was ist das? Dieser Plot-Twist einfach. Was zur Hölle? Weißt du, alles schön und gut auf einmal. Was? Oh. Warum? Jetzt frage ich mich, ist das selbst geschrieben oder ist das eine Karte, die schon da war? Das ist selbst geschrieben? Ich weiß es nicht, das ist die Frage. Alter. Ich weiß, von wem es ist, ich weiß. Ja, ich glaube auch, ich weiß, von wem es ist, aber ich würde es gerne nehmen, aber ich nehme es nicht. Was? Aber das ist doch voll geil. Ja, doch. Es stimmt ja eigentlich alles. Es war nicht selbst geschrieben. Es war eine Was? Karte. Ja, 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 ja. Es war eine vorgegebene Karte. Die hatte ich bei der ersten Runde schon gehabt. Tobi, die wollte schon die ganze Zeit rausballern, also. Ja, ist echt so. Okay. So, nächste Karte. Was? Pan, du bist. Oh Gott, das wird furchtbar. Tobi, alles klar. Okay, atemlos durch. Ja, ich muss mir mal kurz eine Träne aus dem Auge wischen. Jetzt schon, als erste Folge nach dem Urlaub. Oh. Alter, das ist so böse, ohne Scheiß, ey. Oh Gott, ich hab Angst. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ich bin so bereit. Oh nein, oh der Tobi, Alter, was hat der Tobi denn für Karten? Tobi, lebst du noch? Muss einen rauchen gehen? Alles Gute. Atemlos durch. Hä? Was? Was? Warum Jesus ist das in der Mitte? Was? Alter, was? Tobi, was? Das kann doch Tobi sein, Alter. Alter. Das ist aber selbst geschrieben, ne? Boah, das ist so böse. Oh Gott. Tobi, was hast du für Karten, Alter? Das ist so schön. Okay, man kann ja auch durch 10- bis 12-Jährige gehen und die Luft anhalten. Atemlos durch. Oder die können dann jagen bei Halloween. Oma! Was? Ja. Was? Das kann man auch machen. Hä? Atemlos durch Oma. Ich würde gerne wissen, liebe Zuschauer, was assoziiert ihr denn bei den Antworten? So. Man kann auch ein Wettrennen mit 10- bis 12-Jährigen machen und danach ist man atemlos, ja, weil wir sitzen den ganzen Tag. Oder mit der Oma. Freunde, wir haben 2017, das sind 10- bis 12-jährige Omas. Wir haben 2018. So läuft's eben. So läuft es nämlich. Wir haben 2018, Dude. Ach ja, 2018. Ich muss noch ein bisschen, bis ich mich dran gewöhne. Okay, atemlos durch. Autokannibalismus. Hä? Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hä? Ja, wenn man sich selbst frisst, dann ist man, ne, dann irgendwann ist die Lunge weg. Achso, ich habe jetzt an Autos gedacht. Ich habe auch an Autos gedacht. Hä? Hä? Was? Das macht doch keinen. Ja, so. Komm, ey, dumme High Five. Bodenlose Dummheit. Okay, ich muss sagen. Ein Auto aus Menschen, ja. Ich muss sagen, sorry, aber ich nehme das hier. Ich weiß genau, was du nimmst. Ja, Tobi, klar. Ist doch klar. Tobi ist der Zwölfjährige, weißt du? Ich diese Scheiße immer. Bei Tobi geht's so ab, ja. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Oh. Okay. Der Tobi hat einfach die Karten selber geschrieben. Ich will auch solche Karten haben. Und am Ende kommt raus, dass alles selbst geschrieben war, weißt du? Was? So, pass auf, und jetzt machen wir Karten auf dem Tisch. Oh mein Gott! Schwanz raus für... Oh, Tobi, jetzt war dein 10- bis 12-Jährige schon weg. Ich könnte so viel. Schade. Alter, ich könnte, Alter, ganz. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wo bleibt euer Harambe, hä? Oh Gott. So, jetzt ist es still geworden. Es ist sehr still geworden. Alter, ich bin gerade am Zweifeln. Leute, jetzt trauen sich die Leute nicht, die Karten zu legen. So ist es nämlich. Weil es vielleicht zu krass wird. Und ja, das ist. Eigentlich schon, aber da darfst du eigentlich gar nicht dran nachgehen, weil es einfach scheißegal ist. So, ja, im Grunde genommen schon. Es sind halt Zufallsantworten für Zufallsfragen. So, es könnte alles zu einem passen. Wo man richtig böse sein darf. Das finde ich gut. Oh, ja, eben. Man muss ja eigentlich sogar. Ja. Ich sag ja, es ist Tobis Spiel einfach. Ja, auf jeden Fall. Okay, pass auf. Böse Humor. Schwanz raus für Schwule. Ja. Das kann man mal machen.
In Deutschland nicken gerade 100.000 Leute vor dem Bildschirm so. Ja, ja eben. Boah. Ist valide. Hab eine Doku über Heten gesehen, das ist okay. über Heten. Gut, für wen holen wir denn noch die Schwänze raus? Hm? Ein nekrophiler Dreier mit deiner Mutter und kleinen Fischer? Boah, die ist tot, Alter. Was? Die ist tot, Alter. Ein nekrophiler Dreier. Da muss man auch erstmal nachdenken drüber. Boah. Alter, ist das böse. Alter, mit deiner Mutter und Carrie. Boah, heißt das, dass die Mutter auch tot ist, oder was? Alter. Ja, ja. Oder nicht? Boah. Ist ein nekrophiler Dreier. Boah. Das ist einfach. Das Spiel ist echt sehr, sehr böse. So, okay, Schwanz raus. Der letzte Schwanz geht an. All you can eat Shrimps für 5 Euro. Der ist wieder von Tobi, Alter. Boah, ich weiß echt nicht. Oh, Mann, was soll ich jetzt wählen? Ich bin, für was holt man, ne? Puh. Was soll man da wählen? Ja, was dir so am liebsten ist, ne? Was mir am liebsten ist. Ja, was mir am liebsten ist, ist schwierig. Das ist ja ein Buffet, aus dem ich auswählen kann, weißt du? So. Ja. Trifft aber alles zu, sagst du? Schwule, Schrimps oder Nekros? Oh Gott, ey. Hm. Nekro, miau, miau. Oh, bitte. Okay, Ja, sorry, Alter. Yeah. Es muss einfach. Ey, Pan, hast du meine Mutter beleidigt? Oh. Hast du selbst geschrieben, Pan, ne? Nein. Oh, Alter, Mann. Tobi! Okay, also, wer oder was wird dich immer flachlegen dürfen? Ich jetzt nicht antworten darf. Hm. Das hier könnte ich nehmen, aber das wäre zu harmlos. Was? Ich glaube, ich habe keine Ahnung, was ist das hier? Ich habe halt echt irgendwie Kackkarten so. Ich weiß nicht, was ich meine. Ist das wörtlich gemeint, Curry? Weil man weiß bei dem Spiel echt nicht. So. Schreib als Joker einfach Tobi. Nee, das wäre jetzt zu erwarten, so irgendwie. Das wäre jetzt irgendwie kein Plot. Ah, Mist, wir haben ja okay. Also, wer oder was darf dich flachlegen? Ja. Mhm. Der seltsame Typ mit dem langen Mantel, der nachts durch den Park. Perfekt. Die kacke Oma, Alter. So. Perfekt. Das ist schon eigentlich die perfekte Antwort, ja. So, außerdem flachlegen darf dich. Barack Obama, ja, okay. Ich meine, er ist der ehemalige Präsident, also warum nicht? Könnte wehtun, aber okay. Yes, nix. Ken, Alter. Oh, Tobi. Alter, was? 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 Tobi, was? Was denn? Vielleicht ist Barack Obama ja auch der coolest Monkey in the Jungle, wer weiß. Oh, burn. Du musst immer mit Tobi spielen. Okay, und außerdem flachliegen darf dich. Kennen Sie was? Ja, okay. Ja. Okay, aber ich hab mich schon entschieden, ich nehm das hier. Ja, Tobi, geil! Oh, nein, Tobi, ja, geil, Alter, geil! Oh, Mann. Nice! Oh, Mann, ey. Okay. Boah, ist mir warm. Schön. Oh, Curry. Ja. Wieso tut mir alles weh? Okay, jetzt kommt's. Ich habe keine Antwort dafür. Okay. Oh, das ist schwierig. Oh ja, mir tut alles weh. Machen wir das. Obwohl? Egal. Tobi hat jetzt bestimmt was selbst geschrieben. Nee, noch nicht bis jetzt. Doch. Ich glaube, ich muss was selbst schreiben. Nein. Ich hab nix. Ich sehe ja, deine Karten, musst du nicht. Ja, komm, ich nehme eine Scheißkarte. Das ist doof. Japan, hm? Ja, Moment. Ist ja doof, was willst du machen? Weil Erik kommt jetzt bestimmt gleich irgendwie in Klammern. Ja, ich sehe es so. Ich hab nichts selbst geschrieben. Ich hab einfach eine vorgefertigt, ne, weil ich dachte, naja. Wieso tut mir denn alles weh? So, dann schauen wir doch mal. Kreuzzüge.
Ja, gut. Ist die Frage, auf welcher Seite man steht, oft. Ja. So. Das ist böse. Alter, ey. Wieder fett genagelt ans Kreuz. Er dauert ein bisschen, aber er tut weh. Dann. Ja. So, dann haben wir noch hier. Blut pissen und sich fragen, ob das so sein soll. Hab ich öfters. Oh Gott! Oh. Mama! Ich hab meine Periode! Nein, Kevin! Oh, eins haben wir noch. Ja. Abführzäpfchen eingeführt, obwohl noch 10 drin. Alter! Und die kommen dann alle wieder raus. Vor allen Dingen, das wird doch heiß. Da kennt sie einer aus. Das kennt jeder, Alter. Das kennt jeder. Nö. Das brennt so. Soll ich jetzt schon gehen oder bleibe ich noch länger, damit es besser wirkt? Ich habe jetzt nicht zugestimmt. Ah, oh, ja, komm, hau raus, ey. Hab ich selbst geschrieben. Klar, echt? Ja. Echt? Ach, krass. Was? Du Drecksau. Yay. Yeah. So doof. Du sollst doch nichts Privates erzählen. Ah. Okay. Was verleihe ich? Hä, ich hab zweimal George Bush. Hä? Warum? Als Karte. Ich hab zweimal die gleiche Karte. Es geht einmal um Bush und einmal um die Person. Oh, yeah. Ich glaube, ich muss das nehmen. Ich nehme das. Ich muss das. Du kannst nehmen. Nicht leise tippen auf jeden Fall. Alter, ich habe so eine hören. Scheiße. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich okay. Weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht, was man da nehmen soll. Es kann nur furchtbar werden jetzt. Ja. Ja. Was verleihe ich? 10 afrikanische Kinder, die auf den Zebrastreifen vom Auto überfahren werden. Was? Bitte, was? Wie läuft denn da so eine Leihgabe aus? Ist das hinterher? Ist das hinterher oder vorher? Ist das dann ist das dann für einen Kamin oder was? Ist das, ja, das ist dann so Dinge, sowieso gibt es doch diese Massen-Schrottautos, die verkauft werden zum Ausschnappen. Ja, das kann dann auch schon wieder nur vom Tobi used sein. Look quasi. Alter. Boah, ey. Vor allem irgendjemand wird sich gedacht haben, 10 Kinder, die auf den Zebrastreifen im Auto überfahren werden. Oh ne, ist nicht geil genug für das Spiel. 10 afrikanische Kinder. Dann ist es krass. Und man kann eine H&M-Werbung draus machen. Okay, was verleihe ich? So, ja. Der fleißige Mexikaner. Lecker. Caramba. Nein, ich nicht gehen. Ich bleibe. Ich sauber machen. Nein. Boah, was, ist das warm. Was verleihe ich? Überfüllte Kondome. Warum sollte man sich die denn leihen? Zur Hölle. So Wasserbomben vor allem, oder so. Wie ist man drauf, wenn die überfüllt? Ja. Sparsam, Tobi, sparsam. Immer mal wieder ein bisschen. Der ist noch gut, ey. Das Mittwochskondom ist erfolgreich wieder ausgetrocknet. Ist schön kühl, wenn ich ihn einführe, ey. Was? Passt der bei den 10 Töpfchen überhaupt noch rein? Okay, sorry, aber ich muss das hier nehmen, weil es mich so erschrocken hat. Super. Ja. Alter, ich dachte, das wäre wieder der Tobi gewesen. Boah, Schweiger. Ich verleihe nur meine mexikanischen Arbeiter. Aber ich will doch dein Gärtner sein. Oh. Ich saufe, um zu vergessen. Ich hätte so eine gute Antwort dafür. Ich hätte so eine gute Antwort dafür und kann sie nicht legen. Warum? Schade. Ja. So vieles. Ich saufe, um Paris zu vergessen. Keine Ahnung. Ich hab echt Kackkarten, Alter. Dann schreib was. Ja.
Ah, Tobi schreibt gerade was. Ich hab's gehört. Ja, möglich. Ja. Ja. Okay. Ich saufe, um meine Kackkarten zu Super! Es ist so bescheuert, Alter. Das kann man sich nicht mal ausdenken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich saufe um den Kindermord. Was? Tobi. Was? Tobi, warum? Der stand auch schon mal mit dem Messer vor meinem Fenster. Oh. Ist doch gar kein Kind mehr. Ist das doch für dich schon? Ich frag mich gerade, ist die Antwort selbst getippt? Und wenn ja, warum? Das ist gut möglich, ja. Und hat's geklappt? So. Tobi, hat's geklappt? Ich hatte erst einen Mord da stehen, also es war zu langweilig. Achso, ja, Mord an sich ist auch zu langweilig, aber auch ein bisschen Happy heutzutage. Ja, ey, weißt du? Ehrlich, hallo. So ein OJ kannst du heute nicht mehr bringen, einfach so. So, okay, ich saufe um ein Tattoo von einem Vogel, der aber aussieht wie ein Penis mit Flügeln, zu vergessen. Was? Oh, ich weiß echt nicht, was ich davon nehmen soll. Hat der Erik dir das gestochene Tattoo? Ich habe einfach Flügel an meinem Penis, war billiger. Ich wollte gerade sagen. Ich bin so auf so einen Drucker gehalten. Ja, was soll ich denn? Ja, es tut mir leid, ich muss leider nehmen. Das? Achso, nicht den Kindermord? Nein, was? Kindermord ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Das kennt man doch auch schon. Ich hätte das mittlere genommen. Ich hätte eigentlich Tobi, das ist nett. Eigentlich Kackkarten hätte ich nehmen sollen, weil es eigentlich lustig und überraschend war. Hast du recht. Okay. Nächste Runde, du musst zugeben, dass du von abhängig bist. Oder fallen mir viele Sachen ein? Meth. Ja. Das ist langweilig, ne? Irgendwie. Ist auch langweilig. Ja, ne? Oh Mann, ey, das ist irgendwie. Die Antworten hier sind alle so. Fetzt nicht so gerade hier bei mir. Aber mir fällt auch nichts ein. Da sieht man mal, wie unlustig Abhängigkeit mittlerweile ist. Also das hat überhaupt kein Ding mehr so, weißt du? Ist also nicht mehr cool, macht's nicht. Seid bitte nicht von irgendetwas abhängig. Nee. Sieht man mehr schwarzhumorig. Ist nicht mehr cool. La 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 la. Ja. Sowas von getippt gerade. Irgendwas mit in Klammern. Die Religionslehrerin. So. Ich hab keine Ahnung. Das ist da steht, ne? Hm? Ist schon gut. Was? Okay, dann wollen wir mal. Du musst zugeben, dass du von dreckiger Walfischdreck abhängig bist. Was? 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 Hä? Ja, hä? 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 Okay, ja, okay. Okay. Ich akzeptiere das jetzt für mich. Geschnüfft oder gespritzt? Was? Egal. Getrocknet und geraucht. Okay, auch gut. So Chips. Du. Kraft. Okay. Du musst zugeben, dass du von den Milchtitten deiner Mutter. Boah, kennst du meine Mutter? Ja, ich glaube auch. Alter. So, und du musst zugeben, dass du von deinem Lieblings-YouTuber abhängig bist. Das hat aber jemand selbst getippt. Das hat aber jemand selbst getippt. Das weiß ich aber nicht. Ja, es gibt nur einen Gewinner für mich. Und das ist. Ja, das ist ja, ganz klar. Ja! Ich kann ganz klar. Erik! Weil der immer. Ich sehe immer, das ist Erik. Erik! Danke, Tatjana! Das war selbst getippt. Tobias und Kevin, wollen wir weitermachen? Weißt du, im Urlaub hab ich irgendwann gesagt, so, ich liebe dich, Kronk. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich liebe dich auch, Pandoria. Und dann haben wir voll losgelacht, einfach weil es so dumm war. Das war mega awkward. Das war super awkward. Weil jemand gefragt hat, weil nennt ihr euch auch privat Kronk und Pandoria? Ja, klar. Ja, natürlich. Immer. So. Grundsätzlich. Macht doch voll Sinn. Achso, ich bin ja gar nicht.
Ich bin dran, ne? Ja, ja. Was hast du da in deiner Hand? Ach ja, das ist nur... Jetzt habe ich Angst. Zu Recht. So, ich trinke mal was. Prost. Prost. Köstlich. Leise tippen ist schwierig mit deiner Tastatur, ne? Ja. Tobi fehlt noch. Oh mein Gott, der Tobi überlebt. Diesmal ist schwierig. Ich glaube, gleich kommt wieder die Masse. Hä, das kann nicht sein. Tobi. Da ist nur Tobi, ein Tobi. Das ist eine geile Karte. Okay, wer hat deinen Penis? 100% da ist der. Ja. Er muss doch. So, was haben wir denn in der Hand? Hier, das ist nur... Ja, da fängt schon an. Alles klar. Direkt mit der ersten Karte. Direkt mit der ersten Karte, Alter. Es war so klar, dass jemand das nehmen muss. Es war so klar. Ja. Meister Pan, ich dachte schon, dass du es bist. Nee, der war ja nicht. Warum auch langsam anfangen, weißt du? Reicht dafür eine Hand eigentlich? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Das musst du mit deinem ganzen Körper stabilisieren. Also ich brauche auch immer zwei. Über die Schulter, also pff, ja, so ein Feuerwehrschal, Alter. Oder so eine Bazooka oder so. Ja, ich sag dir, wenn der angeht, dann hältst du den nicht mehr. So, was haben wir denn noch in der Hand? Was? Ein farbenblinden Rassist? Was? Was? Warum? Hä? Ah, okay. Ja, und noch der frühe Präsident. Alles klar, alles klar, Tobi, schön. Bist du losgeworden, ja? Eine davon. Ja, klein genug ist er ja, ne? Alter, das ist echt schwer, was ich nehmen soll, du. Aber George W. Bush, der kann das T-Shirt brauchen, coolest Monkey in the Jungle. Weil der sieht immer so ein bisschen aus. Der sieht aus wie Chiquita, Alter, von den Bananen früher. Ja, ja, genau, ja, wirklich, aber ohne Scheiß. Da will man immer was zuwerfen, so ein Zucker oder so. Ja, Alter, mach das. Ein Zucker, hier ist ein Zucker. Ein Zucker, ich liebe. Wie süß, ein Zucker. Ja. Das ist doch kein Kamel, Alter. Ja! Oh. Ja! Alter! Erik hat gewonnen, das ist ja gar nicht. Noch nicht. Ja. Wir brauchen 8 Punkte, Tobi. Ach so, oh, da geht's. Ach ja, hin. Stimmt. Ich hab noch ganz viele, gar keinen. Oh. Oh, Dafür gibt es doch eine App. Oh Gott, nein. Aber ich hab mir kein Glas geholt. Oh nein. Ich habe jetzt schon Angst. Oh, oh. George Bush? Oh nein, der Tobi hat wieder eine richtig geile Karte gehabt, wenn er so schnell einloggt, Alter. Ja, ja, ja. Ja, so geil ist die jetzt nicht, aber ist schon, passt auf jeden Fall. Ja, bei mir machen die jetzt auch irgendwie keinen Sinn. Bei mir auch nicht. Ich hab aufgestoßen, hat aber keiner gehört. Was ist denn, wenn man auf Play Random Cards drückt? Und dann kriegt irgendeine davon? Aus. Ja. Ey, okay, wir haben... Das ist das Glück entscheiden. Wir haben... Das wird eine lange Folge. Ja. Ich hab keine Ahnung. Tolles Glück. Was denn? Nix. Oh Gott, hast du eine beschissene Karte gelegt? Also, ich fang an. Mhm. Das Donald Trump Qualitätssiegel, dafür gibt es doch eine App. Nein, das glaube ich aber nicht, dass es dafür eine App gibt. Donald Trump und Qualität passt nicht zusammen. Ja, das ist schwierig. Eben. Ja. Höchstens bei Selbstbräunern, da vertraue ich dem Mann. Ich überlege gerade einfach. Nee, glaub mir da auch nicht. Ich glaub, das ist die vom Curry tatsächlich, weil der Curry doch meinte, dass er... Ach Quatsch, das ist doch nicht meine Karte. Mein Beziehungsstatus, dafür gibt es doch eine App. Ist gut. Habe ich einen Beziehungsstatus? Ja, also. Okay. Tittenbilder? Dafür gibt es doch eine. Alter, Tobi. Das ist 100 Pro wieder Tobi. Das ist 100 Pro wieder Tobi. Sorry, aber ich muss Tittenbilder nehmen. Was? Ja, hätte ich auch genommen. Tobi, es war so klar. Tobi. Es hat so gut gepasst. Ey, du hast echt ein Glück, ne? Ja, Tobi hat Scheiß. So ein Scheiß. So ein Witz, ey. Das ist so, wie wenn Curry bei... Ach du Scheiß, wir dürfen mehrere auswählen. Wir dürfen mehrere. Zwei Stück dürfen wir auswählen. Schritt 1, okay. Schritt 2, 3, Profit. Ja, geil. Okay.
Oh oh. Jetzt bin ich gespannt. Mehrere hatten wir noch nie. Okay. Hä? Ich klatsche mir vor Aufregung auf die Beine. Ja, ja, genau. Das ist es. Das waren nicht meine Beine. So, Konzentration. Ein bisschen Ruhe, Kerl. Seid ihr noch da? Ja, ja. Das ist so bescheuert, Alter. Oh. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich war zu langsam, glaube ich. Man konnte nur zwei wählen, okay. Ja, ja, genau, genau, genau. Okay, Schritt 1. Eine Lobotomie mit einem Eispickel. Boah, Alter. Schritt 2. Das mit den Kindern längst überfällige Gespräch über die Bienen und Blüten. Mit 4 Profit. Wie hängt das zusammen? Ich verstehe das nicht. Ja, man muss es mit Schritt 3 ein bisschen gären lassen. Dann kommt nicht dabei raus. Okay, erst Lobotomie bei den Kindern, dann das Gespräch über... Man hätte es umgehen sollen. Ich verstehe. Und dann kommt der Profit. Curry, geil. Gut mitgedacht. So mag ich das. So, Schritt 1. Sich mit dem Arsch auf Pinocchios Gesicht setzen und verlangen, dass er lügt. Was ist das denn? Ja klar, das wäre sofort der erste Schritt für mich. Das hätte eigentlich gut mit den Kindern und den Blüten zusammengepasst. Oh, ja. Das hätte super zusammengepasst. Alter. So, Schritt 2. Die Spitze deines Penis in ein Glas Wodka halten und sofort bereuen. Was? Was? Was passiert denn dann? Handbuch, Alter? Profit! Wer hat denn diese Knochen? Profit! Die sind 100 pro selbst geschrieben. Okay, Schritt 1. Mal gucken, was Pan hat. Schritt 1. Was? Ne? Was? What? Donald Schritt 1. Trump. Donald, ja. Schritt 2. Ein Zigeunerfluch. Alter! Das ist perfekt! Profit! Yay! Ja. Geil! Oh, ich weiß jetzt echt nicht, was ich wählen soll. Alter. Ich möchte die Lobotomie wählen, weil der arme Curry noch 0 Punkte hat. Das ist gar nicht meins. Nee? Ja, noch besser. Tobi hat eh schon genug. Tobi, bist noch da? Du redest, du sagst ja, gar nichts mehr. Ich bin Tobi ist da 100 Pro in der Mitte. Ihr müsst mir mal helfen. Also soll ich jetzt mit dem Arsch und Pinocchio und oder Donald J. Trump? Du bist hier der Kuss. Aber wir können doch mal zusammen auch mal. Nein, wir können das schon selber machen. Wir können doch mal so tun, als wären wir ein Team. Du musst einfach für dich entscheiden, was du jetzt nimmst. Ob du das jetzt nimmst, was für dich am lustigsten war oder was weiß ich. Also was du dir am besten vorstellen kannst. Beides kann ich mir bildlich bei mir auch vorstellen. Ja. So. Jetzt entscheide dich! Ja, Mann! Lustig. Ich finde das hier aber lustiger, aber andererseits finde ich das hier. Ach ja. Mann, das hier ist aber passender. Komm, scheiß drauf. War das dir genommen? Ja! Ich hab Punkte! Ach krass, geil! Sehr geil! Ach krass! Ja, ich hab einen Mann, Punkt. Ey. Ist ja klar, dass Tobi wieder diese beiden Karten in Kombination. Hä? Weißt du? Ja, natürlich. Hä? So ein Pinocchio oder ist so richtig? Hast du einfach dieser Blick jetzt oder was? Auf das, was jetzt da dann steht. Okay, für den Blick habe ich was. Wie soll ich denn das vorlesen, bitte? Ja, ja, mach den Blick nach in der Kamera. Kann ich nicht. Macht man ein Geräusch bei dem Blick? Vielleicht? Ja, okay, dann passt es, glaube ich. Okay. Das müsste passen. Ich kann Smileys manchmal ganz schwer deuten. Vor allem der retarded Blick so, Alter. Ja. Und wir müssen dran denken, alle Antworten müssen. Wir müssen jetzt immer auf diesen Blick gucken. Alle Antworten Muss man sich vorstellen, wie derjenige guckt und das davor stehen steht. Ja. So. Genau, genau. So. Ich mach das einfach mal. Ich bin einfach mal ruhig und mach's einfach mal auf und wir gucken oben auf das Ding. Okay. Okay. Ja. Wie geil, Alter. Das passt schon mal richtig gut. Wie geil. Okay. Dann haben wir das hier. Ja? Aber nur etwas. Das wirkt so selbstbeschrieben. Ja. Wenn die Schlange das Köpfchen rausstreckt. Okay. Aber der Blick passt. Der Blick passt. Ja. Ja. Ja, ja. Robo-Hitler erinnert mich immer an Wolfenstein damals. An das originale Wolfenstein.
Eva, auf Wiedersehen. Ja, komm. Komm, ich nehme das hier. Nee. Ja, ist klar. Ah, ist da. Echt? Das mit der Kacke ist doch auch selbst geschrieben gewesen, oder? Nee, das war schon, tatsächlich war die Karte kam gerade neu rein und passte einfach so gut. Was? Oh, okay. Alter, hast du ein Glück, ey. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Alter. Oh. Okay, RTLs neue Reality-TV-Show präsentiert 8 Promis, die mit leben müssen. Oh. Sehr gut. Jetzt habe ich Angst, Alter. Ey, das ist so eine geile so ein geiler Satz, Alter. Oh Gott, ich bin fertig, ey. Oh Mann, ey. Ich kann leider nichts mehr schreiben, ey. Könnt ihr noch schreiben? Ja, zweimal. Ui. Okay. Ich fang mal an, ne? Ja. RTLs neue Reality-TV-Show präsentiert 8 Promis, die mit ja raushängenden Geschlechtskrankheiten im Close-Up leben müssen. Ja! Das ist auch keine, selbst geschrieben, oder? Keine Klammer? Ja, eh. Von der Religionslehrerin, ey. Was? Oh, schön. Okay. RTLs neue Reality-TV-Show präsentiert 8 Promis, die mit 6-jährigen indischen Fabrikarbeitern leben müssen. Oh Gott, Mann! Alter, das ist so ein böses Spiel, Alter. Nur ja, so ein böses Spiel. Alter. Puh, warte kurz. Ja, so. ja. RTLs neue Reality-TV-Show präsentiert 8 Promis, die mit zwei Zweigen leben müssen, die in einen Eimer scheißen. Was? Zwei Zweige? Die in einen Eimer scheißen. Hä, das verstehe ich nicht. Hä? Das verstehe ich nicht. Was ist das? Hallo? Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Zwei Zweige? Die in einen Eimer scheißen. Ich glaube, das soll Zwerge heißen, oder? Hat jemand verschrieben? Oh. Das kann sein, dass das hier auch sein. Zwei Zweige. Die Auswahl war nicht so groß. Wenn da Zwerge stehen würde, finde ich es gut, ey. Ja, gut, also ich kann ja jetzt nicht so tun, als würde da zwei Zwerge stehen, ne? Nee. Sonst sind ja schon Zweige. Sonst würde ich die nehmen, Alter. Also ohne Scheiß. Aber es sind Zweige. Also raushängende Geschlechtskrankheiten ist jetzt auch nicht so nett. Muss mir jetzt auch nicht unbedingt geben, ne? Also, ist voll geil. Voll das geile Konzept einfach. Denk mal drüber nach, Vera in wen mit raushängenden Geschlechtskrankheiten. Alter. Ganz ehrlich, das ist das, was die Leute sehen wollen. Oder Vicky, Alter, oh, ja, Mann. Zum Beispiel. Oder jetzt wieder aktuell im Gespräch, Matze Knob. Boah, ne, bitte nicht, ey. Hey, der AIDS-abgeriebene Arnold ist heute wieder zu Gast. Okay, ja, wenn man es so nimmt, dann ist das eigentlich schon sehr lustig. Stimmt. Boah, hat er sich da einfach gerettet noch, ey. Boah, Gott sei Dank. Tobi, es tut mir leid. Oh, aber eigentlich nicht. Ja. Alter, Tobi, ey. Hast du das selbst geschrieben? Nein, ausnahmsweise nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist der beste Freund einer Frau. Alles klar. Alles klar. So. Alter, Tobi, wieder, Dinger, Tobi wieder die Überantwort. Alter, Tobi voll, wieder die Überantwort. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Wir müssen, das Tobi, ist die erste Folge der neuen Aufnahme und der Tobi ist auf jeden Fall gleich schon am Arsch. Den können wir gleich nicht mehr zum Aufnehmen nutzen. Frohes Neues, ich bin froh, dass wir keine Überlänge haben. Frohes. Oh mein Gott. Boah, scheiße. Ey. Oh, das wäre spannend. Ja, zur Not splitten wir die in zwei. Nicht? Nee, Mann, ach, Quatsch. Oder? Das ist ja die erste von der neuen Aufnahme. Okay, ja, eben. Okay, dann habe ich nichts gesagt und wer ist denn der beste Freund einer Frau? Ist es vielleicht 72 alte hässliche Jungfrauen. Das ist der beste Freund einer Frau? Es sind die besten Freunde. Es sind die besten Freunde einer Frau. Ja, die gucken immer zusammen sogar. Sex in the City und so. Genau, stimmt sogar. Weil, wenn eine Frau 72 alte hässliche Jungfrauen als Freundinnen hat, fühlt sie sich dadurch viel hübscher als alle eben anderen. Die gibt es. Also eine sehr logische Antwort. Wer ist denn noch der beste Freund einer Frau?
Alter, warum hast du solche Karten, Tobi? Ganz. Oh. Alter, was? Oh Gott, ey. Okay, das ist. Sorry, aber das ist so cool. Boah, Alter. Schön. Alter, ey. Einfach schön, Tobi, schön. Alter, der hat die besten Karten einfach. Jetzt kommt dann aus der neue Schiene. Wer ist denn noch der beste Freund einer Frau? Warte. Ja, okay, das ist süß. Was? Okay. Ach, süß, ach so, okay. Ich glaube, das ist vom Erik. Hä? Was? Was? Glaub ich nicht. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Okay, sorry. Auf so. Aller Liebe. Ich muss es einfach nehmen. Ja, Alter. Ja, klar. Ja, Tobi, ey. Guck mal, wusstest du, dass es von Erik ist? Alter. Was soll das denn heißen? Das hast du jetzt aber nicht selber geschrieben, Tobi, oder bitte? Nein. Oh, doch. Das Ding ist, ich hätte noch die Macht gehabt. Aber das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Ah, naja, Diskriminierung ist schon das Beste. Also ist schon das Beste. Das kam das geil. Das Beste, Alter. Alter. Was ist das jetzt? Okay. Mann, ihr könnt froh sein, dass ihr eine Frau hier mit dabei habt, ey. Alle gerettet. Ja, Gott sei Dank. Oh. So. Und die Biolehrerin auch noch. Okay. So möchte ich sterben. Das wär's. Also wenn, dann möchte ich so krepieren. Wie unsere drei Kandidaten heute. Das ist eigentlich so komisch, aber ich finde das so, weiß ich nicht. Jetzt hätten die Jungfrauen gepasst. 72 alte hässliche Jungfrauen. So möchte ich sterben. Das ist so trocken. So. Na komm. Tobina ist noch. Okay. Wisst ihr eigentlich, wie ich einmal sterben möchte? So. Alles klar. Toll. Danke. Danke für die Vorlage. Vielen Dank. Das bringt mich persönlich weiter. Schön, schön. Okay, also, wenn ich, aber ganz ehrlich, wenn ich mal sterben möchte, dann auf jeden Fall so. Was? Warum? Aber warum? Das ist so mega sinnlos einfach. Boah, ey, mach mal, halt, ich kann nicht mehr. Warum stell mir das so vor, wenn du das so erzählst? Ich möchte einmal sterben mit, oder durch Holz. Und alle so, ja. Ja, mit einer ordentlichen Holz in der Hose, oder was? Nennt man das nicht so? Holz von der Hütte heißt es. Mann, Holz in der Hose. Was ist mit deiner Planke? Die Holzglocken sind am Start. Bitte weiter. Okay, also. Wenn ich einmal sterben möchte, dann auf jeden Fall so. Was? Mir ist gerade klar geworden, genau das ist es, was ich will. Boah, ich und zum Schluss Profit. Ich kann echt. Ja. Nutten, um ihr Geld prellen, wild durch die Gegend ballern, Windeln wechseln und Falschparke aufschreiben. Vor allem Windeln wechseln passt ja dann im Alter auch wieder. Ja, natürlich. Also ich finde, dass die Leute das sehen wollten. Hand in einer Hose finde ich schön, aber es tut mir einfach leid. Der Tobi wieder. Danke. Es ist wieder der Tobi, Alter. Es ist wieder der Tobi mit seinen unfassbar geilen Karten. Ausgeglichen. Krass, krasser Typ. Krasser Typ. Ein Kopf an Kopf rennen. Jetzt holt der Curry noch auf. Bei zwei Stunden gewinnt er dann, wenn die Folge zu Ende ist. Was? Okay. Was? Hä? Was? Okay. Nach dem Erdbeben in Haiti brachte Joachim Gauck den Opfern. Okay. Ich glaube, das wäre die zweite Karte, wo ich selbst was schreiben würde. Oder? Alter. Oder hier. Ich die ganze Zeit so, als hätte ich Pfefferspray in den Augen. Ja, komm, go, Tobi. Okay, also. Joachim Gauck. Joachim Gauck brachte den Opfern vom Erdbeben in Haiti unter anderem Ekelbelastung. Das ist schön. Das ist einfach schön. Das ist Lungenkrebs. Ja. Seid mir froh, dass ihr so Erdbeben hattet. Das habt ihr nicht. Da hat man so einen halben Stahlträger im Kopf, weißt du? Ich will gar nicht darüber lachen, aber ich muss.
Ja, Joachim Gauck brachte den Opfern außerdem das Anstarren eines Glücksbechers. Das ist so random, das ist eigentlich eine richtig gute Antwort. Das ist so random einfach. Oh, Alter, Alter. Oh, mir ist so warm einfach vom Lachen, ey. Oh. Ja, und schließlich brachte er den Opfern außerdem noch Michael Bay. Das heißt, ja. Warum? Ich will nicht mehr. Oh Gott. Oh, ist das... Das ist von der Sprüche. Wichtige Updates stehen aus. Die nächste Windows-Funktions-Update später. Oh, wir sollten schnell die Folge finden. Okay. Wen nehme ich? Ich habe zwischen zwei schwank ich und ich nehme. Oh, Alter, mir ist so warm. Den. Ja! Das gibt's doch gar nicht. Ja! Einen brauchen wir noch. Einen gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht, ey. Tobi, es tut mir leid. Oh, mir ist so warm, ey. Das Spiel killt mich einfach. Okay. Meine größte Angst. Alter, der Tobi lacht jetzt schon wieder. Der hat schon wieder die geilsten Karten einfach. Ich hab so Angst davor. Ich hab so unfassbar Angst davor, Leute. Es ist so schön einfach. Ich weiß. Es ist so schön, weil es passend ist. Jetzt steht der Tobi drauf bei dir, oder was? Okay, pass auf, jetzt wird es richtig eklig. Oh Gott. Da tippt er. Oh nee. Hört man gar nicht. Klammer so, auf. Jetzt wird es richtig ekelhaft, okay. Okay, vor was habe ich denn so Angst? Unter anderem vor... Ja, vor einem Zuschauer, den es schlecht geht. Oh komm bitte, Hase. Wenn es einem Zuschauer schlecht geht, noch so ein trauriger Zweifel. Ist das meine größte Angst. Und wenn ihr euch nicht dafür entscheidet, dann seid ihr Monster. Hasst ihr etwa eure Zuschauer so sehr? Voll der Sammy, ey. Ah, der Smiley ist ja noch schlimmer als der Satz selber. Das ist ein Opfer, Alter. Das nächste Mal spielen wir das am Ende einer Aufnahme. Ist ja schmutzig. So, unter anderem gehört zu meinen Ängsten noch meine unsterbliche Seele. Was? Boah, ich muss auch husten. Oh, Alter. Ich muss die ganze Zeit trinken, ey. Ja, schön. Oder auch, Würstchen. Alles klar, Tobi. Würstchenparty. Aber so Pimmelfechten und so ist doch, oder? Im gegenseitigen Einverständnis. Ja, so wie du drauf bist, machst du auch Pimmelfechten mit. Also Eriks Antwort ist auf jeden Fall, die nehmen wir nicht mit in die Wertung rein. Hä, was, warum? Nein, Curry. Deine Zuschauer sind dir also egal. Alter, Junge, das ist wie so ein Totschlagargument. Da kann ich gar nicht gegenstimmen. Das geht gar nicht. Aber sie ist auch originell. Nee, also du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Denk drüber nach. Sie ist originell und du zeigst, dass deine Zuschauer dir etwas bedeuten. Gegenargument. Wenn ich deins jetzt nehme, ist die Folge zu Ende. Das wollen die Leute nicht. Also, die ist doch eh zu Ende Party. Dann. Nö. Ich seid so doof. Alter, ist einfach, weißt du? Oh. Nö, wir müssen jetzt noch eine Runde spielen. Die Leute können noch länger zuschauen. Danke mir, vielen Dank. Und die Zuschauer sitzen enttäuscht zu Hause und schütteln mit dem Kopf. So, schau mal, dort ist. Ah nein, es ist bloß. Oh Gott, ich habe so beschissene Antworten. Ich habe keine Antworten dafür. Dann nehme ich was. Oh, Alter, mein Hals. Ja, meine auch. Keine Ahnung. Wir haben zu lange nicht geredet. Wir haben uns auch im Urlaub nur angeschwiegen. Boah, ich kann schon gar nicht. Ich bin am Ende. Huch. Oh, ich wollte mich gerade noch umentscheiden. Na gut. Okay, seid ihr alle fertig?
Denn yes. Schau mal, dort drüben ist ein heißes Durcheinander. Oh. Ah, nein, es ist bloß George. Tobi! Tobi! Endlich hat er die letzte Karte aufgegeben. Ja! Was für Zweierdinge, das ist so geil, ey. Hey Leute, schau mal, dort ist Tobi. Ah nein, es ist bloß ein Wildschwein oder so. Was? Heißt du nicht Marshmallow Man? Ja, ich hab das Man vergessen, lass mich. Tobi, warum lachst du nicht? Was ist da los? Der ist voll süß, Mann. Ja, der ist echt voll süß. Oh, gut, der ist so ein weiß-blaues Seemannshütchen auf, Alter. Oh, der da mir so war. Das schiebt er dir bald sonst vorhin, Curry. Aber ich find's cool, wenn du das mal anziehen würdest. Boah, ich bin Cosplay. Okay. Ja. Okay, seid ihr bereit? Ja. Schau mal, dort ist... Scientology. Ah nein, es ist Bus. Die Vorzeige bin geheim. Können wir das, ganz ehrlich, ich sag jetzt schon mal im Voraus, bevor die Session jetzt zu Ende ist, können wir das in der letzten Folge von heute noch spielen? Was? Ja, boah, das wird so anstrengend einfach. Der Krieg auch schon gar nicht so reden. Und ich muss leider sagen, die Runde geht noch mal ein bisschen weiter, denn ich fand das ja bloß... Ja, danke! Das ist okay. Das war voll süß. Tobi, das ist nicht böse gemein. Nee, alles gut. Passt schon. So. Ach, krass. Hill Valley, ne, für Leute, die es nicht kennen, die Stadt von zurück in die Zukunft. Ja, ja. Ah, okay. So. Und ne, wir hatten ja 2015 immer fliegende Autos und selbstbindende Schuhe. Die Frage ist aber, was präsentiert Hill Valley im Jahr 2500? Ich hab vorher Drop and Fire Hand gemacht. Ja, sorry. Das geht mir viel zu schnell hier gerade. Tobi hat George W. Bush. Oh. Ja, nee. Ja. Den hab ich leider nicht mehr. Oh, okay, also im Jahre 2500 ist Hill Valley proud to present zutiefst missverstandene Pädophile. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, man muss Toleranz zeigen, ja? Und auch diese Gesellschaftsgruppe möchte natürlich auch endlich mal ihr eigenes Standing in der Gemeinschaft haben. So, in Hell Valley werden sie ihr Outing machen, zutiefst missverstandene Pädophile. Oh Gott. So. Gut, und außerdem, in Hill Valley im Jahr 2500, zurück in Zukunft 4, wird nochmal gedreht mit Michael J. Fox, der zittert dann so ein bisschen in Zukunft. Und dann, dort entdeckt er dann im Jahre 2500 plötzlich das unbändige Verlangen, Jimmy Blue Ochsen gleich das Grinsen aus dem Gesicht zu bringen. Alles ist gut, solange du wild bist. Für den Alter, ganz ehrlich, für den Namen gehört ihm schon einer in die Fresse. Jimmy Blue, Alter. Ach so, ich dachte wegen Ochsenknecht. Nee. Oh. Der Ochsenknecht. So, okay, außerdem im Jahre 2500 in Hill Valley sehr, sehr beliebt. Oh. Hä? Das hätte ich vielleicht anders formulieren sollen. Sehr, sehr beliebt. Ist so ein Feiertag. Alter. Ich kann nicht. Also, Überbevölkerung, Alter. Überbevölkerung. 500 Jahre kinderfrei. Es tut mir leid, Alter, Tobi. Ja, Tobi. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Tobi, schon wieder gewonnen. Glückwunsch, Tobi, das muss man echt sagen, Wahnsinn. Ja. Es ist einmal ein Traum. Tobi. Du solltest mal ins Casino gehen, Tobi. Vielleicht kannst du richtig abräumen, ey. Der Mann mit den Karten, ey. Alter, ey. Mir ist so warm. So. Eine Stunde Pause und dann geht's weiter. Achtung! 56, 57, 58, 59 und eine Stunde ist jetzt die Folge. Eine Stunde, yeah! Hey. Geil! Frohes Neues! Frohes Neues, geil, Pisser, ey! Wir starten die neue Aufnahme mit einer Special-Folge im neuen Jahr. Voll geil! Ja, geil! Alter, ist schon geil.
Ist schon geil. So, und die nächsten Folgen sind nur 5 Sekunden lang, damit wir jetzt auch wieder alles aufholen können. Ja, ich muss da erstmal Hustensaft oder sowas trinken. Ey. Ich oder muss auch erstmal irgendwas. Boah. Ich schnüffel jetzt erstmal eine Runde Klebstoff oder so. Ja, bitte. Oh ja, teil bitte. Bitte teil, Tobi. Gib mal ab, ey. Alter. Oh. Das Spiel macht. Da heißt du mich mit Honig, mach ich mir jetzt. War aber lustig. Ich muss sagen, ich war immer so Cards Against Humanity, ob das cool ist, ob das geil ist. Ja, aber das ist echt so mega gut. Es ist so gut. Ey. Macht Sauspaß. Also, es macht wirklich Sauspaß. Du musst zwar mit den richtigen Leuten natürlich spielen. Ne? Die müssen alle den Humor verstehen. Und ja. Den Humor haben. Das stimmt. Man kann auch eigene Decks schreiben. Ja, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn irgendwann unsere Namen bei so Karten draufstehen oder so. Das wenn. Wir sollten mal selber eins machen auch. Ja, mit den ganzen HWs so krass, ey. Alter. Das ist cool. Aber egal, erstmal, ich würde sagen, wir spielen das noch ein paar Mal. War schöne erste Runde, sehr erfolgreich. Ich habe Angst vor dem Spiel. Wir sollten auf jeden Fall nicht mehr 8 Runden machen. Ich habe echt Angst, weil die Leute haben uns, ne, das ist ja nicht das einzige Spiel, was uns ständig empfohlen wurde. Es gibt noch ein paar und die sind alle bestimmt sehr böse. Sehr böse. Ja, okay, ich brauche jetzt mal einen Tee. So, danach Mensch, ärgere dich nicht. Alles klar, bin ich dabei. Und Uno, tschüss. Ja, geil. Alles klar, beides gleichzeitig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.